Um zu verstehen, wie die Covid-19-RNA-Impfstoffe funktionieren, müssen wir uns zuallererst ansehen, was normalerweise bei der Infektion passiert. Hier haben wir eine liebe menschliche Zelle und hier haben wir das böse Coronavirus. Bei der Infektion dockt das Coronavirus an unsere Zelle an, dringt dann in die Zelle ein und dort kann es sich vermehren und neue Viren herstellen. Aber um an unsere Zellen binden zu können, benötigt das Coronavirus diese Strukturen an seiner Oberfläche. Die nennt man Spike-Proteine oder auf Deutsch Stacheleiweiß. Damit wir einen Immunschutz aufbauen können, muss unser Immunsystem lernen, diese Spike-Proteine zu erkennen und abzuwehren. Dieses Coronavirus hat, wie alle anderen Viren oder Lebewesen auch, eine Erbinformation. Bei uns Menschen ist das die DNA, beim Coronavirus ist das RNA. Die RNA kann man sich vorstellen wie einen langen Faden und der steckt im Coronavirus drin. Und auf diesem Faden steht, niedergeschrieben in Form von einem genetischen Code, alles, was dieses Virus ausmacht. Wenn es dem Coronavirus gelingt, unsere Zellen zu infizieren, dann gelangt seine RNA hier zu dieser geriffelten Struktur und dort wird sie abgelesen und es werden all die Bestandteile hergestellt, aus denen das Coronavirus aufgebaut ist. In der Zwischenzeit wird die Erbinformation kopiert, verpackt und schon sind neue Viren entstanden, die dann die nächsten Zellen infizieren können. So sieht ein Tag im Leben des Coronavirus aus, aber jetzt zur Impfung. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass unser Immunsystem eigentlich nicht das ganze Virus erkennen muss, sondern lediglich diese Spike-Proteine an seiner Oberfläche. Das ist praktisch, weil das Spike-Protein für sich genommen für uns vollkommen harmlos ist. Und natürlich steht auch der Code für dieses Spike-Protein irgendwo auf diesem RNA-Faden niedergeschrieben. In unserem Fall wäre das jetzt dieser schwarz markierte Abschnitt. Und bei der Impfung macht man eigentlich das, was das Virus auch machen würde, nur bringt man nicht die gesamte Erbinformation ein, sondern lediglich diesen schwarzen Abschnitt, der das Spike-Protein kodieren würde. Ein bisschen muss man das schon noch anpassen, damit es stabiler bleibt, aber im Prinzip ist es das. Diese RNA-Stückchen spritzt man dann hier in unseren Schultermuskel und rund um die Einstichstelle herum gelangt sie in einige unserer Zellen. In der Zelle angekommen passiert dann genau das, was wir eh schon kennen. Die RNA geht zu dieser geriffelten Struktur, wird abgelesen und in dem Fall bildet sich aber nicht das gesamte Virus, sondern lediglich das Spike-Protein. Das wird dann zerstückelt, an die Zelloberfläche transportiert und dort wartet schon unser Immunsystem. Da werden dann schützende Antikörper gebildet und Immunzellen werden gegen das Spike-Protein und damit auch gegen das Virus scharf gemacht. Und während all das passiert, wird die RNA vom Impfstoff in der Zelle zerstückelt und abgebaut. Und ohne dass wir jemals Kontakt mit dem echten Virus gehabt hätten, sind wir jetzt immun. Nice! Und jetzt gibt es Leute, die haben die Sorge, dass so ein genbasierter Impfstoff meine Erbinformation verändern könnte. Und das ist eine Sorge, die ich grundsätzlich verstehen kann, zumindest das Bauchgefühl. Aber unbegründet ist sie trotzdem. Die Erbinformation des Virus und auch der Impfung besteht aus RNA. Unsere Erbinformation besteht aus DNA. Das sind chemisch sehr ähnliche Strukturen, aber sie sind doch so unähnlich, dass sich RNA nicht einfach in DNA einbauen kann. Aus chemisch-strukturellen Gründen ist das einfach nicht möglich und in 60 Jahren RNA-Forschung hat man sowas auch noch nie beobachten können. Aber selbst wenn RNA das könnte, was sie nicht kann, aber selbst wenn sie es könnte, wäre es gar nicht relevant, weil unsere Erbinformation sitzt hier geschützt in diesem Zellkern. Alles, was das Virus macht und auch alles, was die Impfung macht, spielt sich aber hier draußen ab, im Plasma der Zelle. Weder das Virus noch der Impfstoff kommen überhaupt mit unserer Erbinformation in Berührung. Aber jetzt gibt es Leute, die versuchen, mit Details zu verwirren. Da kommen dann Argumente wie, ja, aber was, wenn sich die RNA vom Impfstoff zuerst in DNA umwandelt und diese DNA sich dann in mein Erbgut einbaut? Weil es gibt ja Viren, wie zum Beispiel HIV, die können ihre RNA in DNA umwandeln. Ja, das ist schön fürs HIV, aber es kann eben nur seine eigene RNA in DNA umwandeln. Nicht eine beliebige RNA in der Zelle. Dazu fehlen ihm bestimmte Strukturen, die man Primer nennt. Es gibt weder irgendwelche Hinweise darauf, noch einen denkbaren plausiblen Mechanismus, wie sich die RNA aus dem Impfstoff in unsere Erbinformation einbauen könnte. Menschen, die solche Behauptungen aufstellen, wollen vor allem Verwirrung stiften, weil es für Leute, die nicht vom Fach sind, schwierig ist zu begründen, warum das nicht stimmen kann. Aber hier zwei Punkte, die das vielleicht greifbar machen.
Erstens, zu jedem Zeitpunkt sind in fast allen unserer Körperzellen hunderttausende verschiedene RNA-Moleküle unterwegs. Und keines davon baut sich in unser Erbgut ein. Und daran ändert sich auch nichts, wenn durch die Impfung jetzt ein weiteres Molekül dazukommt. Und zweitens, der RNA-Abschnitt, der bei der Impfung in unsere Zellen eingebracht wird, ist im Prinzip nichts anderes als ein kurzes Stück von der RNA, die das Virus selbst in uns einbringen würde. Das heißt, wer behauptet, die Impfung würde unser Erbmaterial verändern können, muss konsequenterweise auch behaupten, dass eine Infektion mit dem Coronavirus selbst unsere Erbinformation verändert. Und das tut sie natürlich nicht. Und vielleicht als Zusatzinformation, die Viren, die normalerweise Schnupfen verursachen, sind auch RNA-Viren. Auch die stopfen ihre RNA in unsere Zellen. Aber deshalb hat jetzt niemand Angst, dass man gleich zum Genmutanten wird, nur weil er mal die Nase rinnt. Doch jetzt kommt das große RNA-Aber. Damit ein Impfstoff wirksam sein kann, muss er das Immunsystem aktivieren. Und das klingt immer so freundlich, aktiviert das Immunsystem, aber das heißt nichts anderes als Entzündung. Diese Entzündungsreaktion ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es uns zeigt, dass das Immunsystem offensichtlich reagiert. Aber es kann halt auch wirklich unangenehm sein. Dazu zählen Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Man nennt das Impfreaktion. Und bei den allermeisten tritt das eh nicht auf. Bei denen es auftritt, kann das aber wirklich ein unangenehmer Folgetag sein. Aber das Gute ist, man kennt das ja von anderen Impfungen auch, das hat langfristig keinerlei Auswirkungen. Aber es sieht danach aus, als würde das bei RNA-Impfstoffen ein bisschen häufiger vorkommen als zum Beispiel beim Grippeimpfstoff. Und den Grund dafür vermutet man in der Art und Weise, wie die RNA in unsere Zellen transportiert wird. RNA wird in unserem Körper ziemlich schnell abgebaut. Und damit die RNA-Stückchen von der Impfung überhaupt die Chance haben, in unsere Zellen zu gelangen, werden sie deshalb verpackt, und zwar in sogenannte Lipid-Nanopartikel. Das klingt arg, heißt aber im Prinzip nichts anderes als kleine Fettbläschen. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip, nachdem auch unser Körper Stoffe, die im Blutplasma nicht lösbar sind, zwischen den Geweben hin und her schickt. Zum Beispiel Vitamin A, Vitamin E oder Cholesterin. Wer schon mal Cholesterin gemessen hat, der weiß, da misst man ja mitunter das LDL. Und LDL steht für Low Density Lipoprotein. Das ist, wenn man so möchte, nichts anderes als körpereigene Lipid-Nanopartikel, die eben verwendet werden, um diese Stoffe zwischen den Geweben auszutauschen. Und dieses Transportprinzip des Körpers macht sich der Impfstoff zunutze. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass wenn ich diese Fettbläschen in den Muskel injiziere, dort vorübergehend entzündungsfördernde Stoffe ausgesendet werden. Das führt dann halt dazu, dass das Ganze ein bisschen anschwillt, am nächsten Tag wehtun kann, bis hin zu vorübergehendes Fieber und Gelenkschmerzen. Ja, das passiert nicht wahnsinnig häufig, also das ist alles im einstelligen Prozentbereich. Aber ja, es wird so sein, dass manche den Tag nach der Impfung nicht als den angenehmsten Tag erleben werden. Das heißt, vielleicht nicht unbedingt am Tag vor der eigenen Hochzeit impfen gehen, aber das ist kein überraschendes Phänomen, man weiß, woher es kommt und dass es bei den allermeisten schon nach einem Tag wieder vorbei ist. Was diese Impfung zu einem so schwierigen Thema macht, ist, dass jetzt viele Menschen natürlich den Eindruck haben, wir hätten wegen der Pandemie quasi über Nacht den RNA-Impfstoff erfunden. Und es stimmt natürlich, dass dieser Impfstoff gegen Covid-19 neu ist. Und es wird auch der erste RNA-Impfstoff sein, der beim Menschen zugelassen wird. Aber daraus abzuleiten, dass RNA-Impfstoffe nur unzureichend untersucht wären, ist falsch. Seit über 25 Jahren forscht man mittlerweile an RNA-Impfstoffen und entwickelt sie weiter. Und es gibt auch schon seit mehreren Jahren klinische Studien mit RNA-Impfstoffen am Menschen. Das heißt, man hat da durchaus langjährige klinische Erfahrungen aus der Zeit vor der Pandemie. Und viele von diesen Fragen, die für uns jetzt natürlich vollkommen neu wirken, wie ob so ein genbasierter Impfstoff meine Erbinformation verändern könnte, sind in der Forschung schon seit langem beantwortet. Und deshalb sind auch so diffuse Gerüchte, wie dass die Impfung vielleicht die Erbinformation meiner zukünftigen Kinder beeinflussen könnte, vollkommener Quatsch. Das wäre nicht einmal dann plausibel, wenn ich die Impfung direkt in die Cojones injiziere, was ich aber, und das sage ich sicherheitshalber dazu, trotzdem nicht empfehle. Also, zur Impfung ist es nicht mehr weit, drum bleib vernünftig, sei gescheit. Auch wenn vielleicht tags drauf ich schwitze, gönn ich mir RNA mit Spritze.